Liebe Zuschauer, wir sind zurück beim ERCI-Stammtisch. Stefan Wagner, wir wollen jetzt nach den Gründen fragen. Ja, für das enttäuschende Ende einer über lange Zeit sehr, sehr erfolgreichen Saison. Ihr habt euch jetzt sicher in der Chefetage viele, viele Gedanken gemacht. Ihr habt viele, viele Gespräche geführt. Zu welchem Sachstand ist man denn jetzt mittlerweile gekommen in Sachen Gründen? Gut, wir sind intern schon ganz weit gekommen oder schon zu einigen Punkten gekommen. Es waren, muss ich ehrlich sagen, auch sehr, sehr offene Gespräche. Ich muss wirklich auch die Spieler da loben oder auch mit den Spielern auch da zeigen, dass da sehr viele auch Charakter gezeigt haben und in den Einzelgesprächen, die zuerst mit den Trainern waren und dann mit mir, offen einiges angesprochen haben. Das Ganze werden wir jetzt, oder wird natürlich in den Einzelgesprächen mit mir, wird sortiert. Die Trainermeinung wird nochmal zusammengeholt. Dann werden wir uns sicherlich nochmal mit den Führungskräften, ich sage jetzt nur die Beiratsvorsitzenden, Herrn Stiefel und Jürgen Aller zusammensetzen und das nochmal intern machen. Und dann muss es eine gewisse Neuausrichtung geben, das ist ganz klar. Grundsätzlich, glaube ich, sieht man schon, auch nach außen hin, wir werden uns von einigen Spielern trennen. Wir werden den einen oder anderen Fehler, wenn ich jetzt von meiner Person reden darf, sicherlich in den Vertragsverhandlungen gemacht, in den Verträgen gemacht, vielleicht auch uns da mal oder die Linie etwas verloren, die wir eigentlich die letzten Jahre gehabt haben. Also für uns war eigentlich immer ganz klar, okay, so machen wir es, so soll es weiterhin laufen. Und jetzt plötzlich hatte ich das Gefühl, dass der ein oder andere Spieler oder auch Agent da mit uns versucht, irgendwas zu machen, nur weil wir im November Tabellenzweiter sind oder weil wir im Dezember mal ein Spiel hochgewinnen. Und da sind vielleicht auch ein paar Ansprüche gewachsen, die wir gar nicht hatten. Also ich bin immer noch der Meinung, wir waren nie die zweitbeste Mannschaft in dieser Liga. Ich glaube, wir waren immer die Mannschaft mit den zweitmeisten Punkten. Das heißt, wir haben, klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber wir haben sicherlich zu Zeitpunkten gegen Mannschaften gespielt, die da gerade ihre Formschwäche hatten, die da gerade mal ein schlechtes Spiel hatten. Ich erinnere mich an sehr, sehr viele Spiele, wo wir im Mannschaftsbus zusammensaßen und gesagt haben, okay, egal wie, wir haben heute 3 Punkte gewonnen. Eigentlich waren wir nicht die bessere Mannschaft. Als Beispiel kann ich da das eine Spiel in Augsburg hervornehmen, wo ich heute noch überzeugt war, dass wir das eigentlich gar nicht gewinnen können, trotzdem mit 3 Punkten einfahren. Also irgendwie hat die Tabelle uns alle auch intern geblendet, ich glaube auch extern, ich glaube auch die Presse, die Medien, das Umfeld haben uns vielleicht zu sehr blenden lassen und wir müssen ja härter arbeiten wieder und wir müssen wieder an den Basics mehr arbeiten und mehr wieder zu der Philosophie zurückkommen, dass man nur mit ehrlicher Arbeit und Konstanz auch wieder in Ingolstadt Erfolg haben wird. Und ich bin überzeugt, dass wir den ab der kommenden Saison wieder haben werden. Christoph, sprechen wir mal über ein Thema, das vielleicht auch ein Grund sein könnte. Haben viele mit ins Spiel gebracht, die Stimmung in der Mannschaft selbst. War auch klar zu erkennen von außen, dass es da in bestimmten Wochen eben vor einer wichtigen Phase gewaltig gescheppert hat innerhalb der Mannschaft. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich das vielleicht mal so sagen darf. Warum war das so? Und kann man abschließend sagen, dass die Chemie in der Mannschaft einfach auch nicht gut genug war? Ja, also ich würde es jetzt nicht so sagen. Ich finde, die Leute reden immer ein bisschen viel und da kommen ja viele Geschichten ans Licht, wo wirklich nicht stimmen. Das Problem war halt einfach auf dem Eis. Ich meine, diese Stimmen oder diese Meinungen könnt ihr ja widerlegen. Ja, ich muss sagen, in der Kabine war alles in Ordnung. Jeder hat sich mit jedem gut verstanden. Klar, ich meine, mit dem einen kommt man besser aus als mit dem anderen. Das ist aber im Leben so, da kann man sich auch nie ändern. Ich meine, das, was uns gefehlt hat, war auf dem Eis. Dass jeder sich für den anderen Arsch aufreißt. Das ist halt die Einstellung und die muss jeder haben, wenn man halt in die Playoffs was erreichen will. Du hast den guten Vergleich zum letzten Jahr. Da gab es sicher dann in dieser entscheidenden Phase wichtige Führungsspieler, wie Ken Seiten, wie Craig Ferguson, wie ein Günther Oswald, die da wahrscheinlich dazwischen gehaut haben. Gab es die nicht in der Saison? Nein, also ich würde sagen, klar, ich meine, so Leute, wenn man verliert, wie in Craig Ferguson zum Beispiel, der in der Kabine ein super Typ war, der Ansprachen gemacht hat, da hat jeder gesagt, hey, du hast recht. Aber es gibt da Probleme, wenn zu viele Leute in der Kabine mal aufstehen und sich ihre Meinung preisgeben. Also es sind, war das so in der? Teilweise ja. Aber ich meine, wie ich schon gesagt habe, in der Kabine hat es gestimmt, wir haben uns angespornt, wir waren heiß auf jedes Spiel und dann gehen wir aufs Eis und dann läuft es halt einfach nicht. Ich weiß auch nicht, was der Fall war. Also wir müssen halt, keine Ahnung, wir müssen, wie ich schon gesagt habe, wir müssen uns gegenseitig den Arsch aufreißen. Das war halt einfach nicht der Fall. Aber es ist für einen Außenstehenden unglaublich schwer zu verstehen, wenn ich in einer absolut entscheidenden Phase der Saison bin und wenn ich euch, wenn ich mich nur zurückerinnere an das erste Playoff-Spiel hier in Ingolstadt, das war absoluter Wahnsinn, die ersten 6, 7, 8 Minuten mal ausgenommen. Ich meine, wie kann sowas passieren, dass man sich so zerlegen lässt, dass man sich im Prinzip so hängen lässt, als Profitruppe?
Ja. Ich meine, man muss jetzt das erste Spiel sehen. Wir waren gleich 3-0 hinten und dann ist es nun mal schwer, in das Spiel zurückzukommen. Klar darf es nicht passieren. Wir haben schlecht gespielt. Das wissen wir, haben wir auch selber gewusst. Aber die Gründe dafür sind nicht in der Kabine zu suchen. Okay, Björn, du hast ein anderes Thema ins Spiel gebracht, und zwar das Stichwort Saisonplanung. Nicht nur in der Saison war es ja so, dass man lange Zeit in der Vorrunde sehr weit oben stand. Dann zum Schluss auch Punktedurchschnitt, ganz klar nachvollziehbar, geht runter ohne Ende und man ist in der schlechten Verfassung dann in der wichtigsten Phase der Saison. War in der letzten ähnlich, vielleicht nicht ganz so drastisch. Du hast das Stichwort Saisonplanung mit ins Spiel gebracht. Wie kann man eine Saison anders planen? Na, Saisonplanung, so habe ich das jetzt nicht sagen wollen. Das ist die Sache. Es wird meiner Meinung nach von den Trainern ein großer Druck ausgeübt hier in Ingolstadt, dass man gerade in der Saison unter den ersten vier ist, dass man das macht, um unter den Top 3 Mannschaften der Liga zu sein, was ich völlig in Ordnung finde, weil das wichtig ist. Trotzdem fehlt mir das, dass ich das, was ich in diesen 3-4 ersten Monaten höre, das möchte ich nachher vor den Playoffs auch hören. Und da kommt mir das immer so vor, als ob, na klar, man hört es teilweise, aber es wird nicht so viel Druck ausgeübt wie in der Saison. Und da muss man sich halt fragen, das ist die letzten beiden Jahre so gewesen. Und natürlich gebe ich da dem Schäfer auch recht, wie er sagt, wahrscheinlich waren wir dieses Jahr, haben wir oben gestanden, obwohl wir vielleicht nicht die zweitbeste Mannschaft waren. Aber letztes Jahr, denke ich, wenn man beide Mannschaften vergleicht, hatten wir vom Spielerischen her, hatten wir dieses Jahr eine bessere Mannschaft als letztes Jahr. Und im letzten Jahr war das genauso. Und deswegen finde ich, sollte man das auch als Analyse nehmen, sollte das auch vielleicht als Fehler sehen, dass man, oder ich möchte da ein bisschen anspornen, dass da vielleicht in der nächsten Saison was anders läuft, dass man halt vielleicht sagt oder den Spielern einimpft, Jungs, ihr seid nicht hier, um in der Saison unter den ersten vier zu sein, sondern ihr seid hier, um nach der Saison unter den ersten vier zu sein. Und das, denke ich, muss sich auch ändern. Stefan Wagner hat in einem Zeitungsinterview eine Aussage getroffen, die da sinngemäß lautet, den Vorwurf, den er den Ron Kennedy machen könnte, wäre das, dass er gegenüber der kanadischen Fraktion innerhalb des Teams nicht hart genug war. Würdest du das bestätigen? Nicht hart genug, das ist jetzt schwer zu sagen. Das hört sich so ein bisschen unterschwellig als Zweiklassengesellschaft an. Nein, hier die Deutschen, hier die Kanadier? Nein, das würde ich nicht. Also das gab es in der Mannschaft absolut nicht. Das gab es weder letztes Jahr noch, wird es in den Jahren geben. Es ist normal, es gibt immer eine Grüppchenbildung. Natürlich die Deutschen, die reden Deutsch, hier Kanadier, Kanadisch. Aber wirklich so, auch wie der Christoph gesagt hat, in der Mannschaft, rein intern, in der Kabine gab es keine Probleme. Aber natürlich muss man, kann man auch über Traineransprachen diskutieren und kann sagen, vielleicht sollte man den einen oder anderen Spieler namentlich anreden und nicht nur das Kollektiv sehen und sagen, einige Spieler haben heute nicht gut gespielt oder von einigen Spielern muss einfach mehr kommen, sondern jeder ist von uns menschlich, jeder braucht von uns einen Tritt in den Arsch, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, und nur so wird man von Tag zu Tag besser, und das muss meiner Meinung nach sich bei dem Trainer gespannt ein bisschen ändern, dass man dem einen oder anderen, egal ob der Deutsch ist oder egal ob der Kanadier ist, der braucht einen Arschtritt, weil das ist ganz normal, das brauchen wir alle. Rudi, wenn ich dazu jetzt ganz kurz was sagen darf, weil ich meine, das Interview mit mir habe ich mit dem Gottfried gemacht bei der Saisonabschlussfeier, und ich glaube, ich habe es auch ein bisschen anders gesagt, als es dann da rauskam. Ein bisschen anders, als du gesagt hast, Rudi. Es ging darum, ob er genauso streng mit den Kanadiern umgeht wie mit den Deutschen. Das war der Punkt. Und Ich habe es an einem Beispiel erklärt. Wir haben dann gesagt, wir haben dann am Tisch, wo man natürlich viel mehr redet und länger spricht, habe ich eigentlich gesagt, okay, natürlich am Florian Keller, den haben wir in Gang gebracht mit der Variante, dass man halt nicht spielt. Aber bei den ausländischen Spielern war das nicht so. Also ich wollte da jetzt da nicht in die Richtung gehen, so wie es dann auch in der Zeitung stand oder wie es du verstanden hast. Ich glaube, der Gottfried und ich, die beide in dem Gespräch da waren, haben es ein bisschen anders verstanden, als so, wie jetzt raushört. War schon so, wie das in der Zeitung stand, so ist es nicht. Also du hast hier schon genau differenziert. Und aber so ganz anders habe ich es ja eigentlich gesagt. Was jetzt hier rauskommt bei der ganzen Geschichte, ist aber auch das, dass ja offensichtlich der Ron Kennedy jetzt, zumindest jetzt in dieser Saison, euch nicht mehr diesen Arschtritt so verpasst habt, wie du das formulierst, wie in der Vergangenheit, oder wie war das? Denn es sind ja 4 Jahre immerhin schon, dass der Ron Kennedy da ist. Hat sich da was geändert dann bei ihm, oder wie ist das? Na, das weiß ich nicht. Ich will jetzt die letzten 2 Jahre sehen, und das ist ja auch gar nicht, jetzt brauchen wir ja nicht über Leute reden, die jetzt nicht hier sind, weil das finde ich immer ein bisschen unfair. Was ich ihm auch im Gespräch gesagt habe, ich muss ganz ehrlich sagen, das, was ich jetzt hier sage, ist nicht, dass der Ron das nicht weiß, sondern ich habe ihm gesagt, es gibt
ab und zu mal Gespräche nach dem Spiel, wo man als Trainer halt Spieler auch namentlich kritisieren muss. Und das, finde ich, war ab und zu mal ein Fehler, weil ich denke, dass einige Spieler vielleicht in einem momentan das etwas falsch verstanden haben und gedacht haben, ja, ich gehöre ja nicht zu den Einigen, sondern ich gehöre ja unter denen, die gut spielen. Und dass das vielleicht ein Fehler ist, den ich jetzt ganz offen in dem Gespräch mit den Trainern gesagt habe, weil wir hatten ja nun diese Gespräche und da habe ich ganz offen geredet, die haben ganz offen geredet. Und das ist das, was ich sagen will. Das ist jetzt aber kein, sag ich mal, Kritisieren, nur weil der Ron hier nicht da ist, sondern der weiß das auch ganz genau. Ich habe ihm das gesagt und das ist halt, denke ich, so ein bisschen, nicht, dass das jetzt ein Fehler oder Grund war für das frühe Ausscheiden, sondern das muss man halt in der nächsten Zeit besser machen, denke ich. So, dieses Stichwort, in Anführungszeichen, fehlende Härte. Stefan, möchte ich nochmal aufgreifen. Und zwar gab es ja auch vom Ron die Aussage in einem Zeitungsinterview in Bezug auf die Person Florian Keller, wo er einerseits sagt, der begnadeter deutsche Eishockeyspieler, auf der anderen Seite hat er nicht immer so Lust. Jetzt verstehe ich als Außenstehender eines nicht. Welches Problem bereitet es einem Trainer, einem Profispieler zu verordnen, dass er gefälligst jedes Spiel Lust haben muss? Nein, richtig, er verordnet es ja auch. Und ich glaube, dass deshalb auch vielleicht ein paar Sachen oder gerade bei den beiden sich ein bisschen hochgeschaukelt haben. Also du kennst den Florian Keller jetzt auch seit 2 Jahren näher. Und er ist ein begnadeter Eishockeyspieler. Er ist super, er ist aber, wie du es jetzt oder Ron Kennedy in den Mund gelegt hast, sicherlich nicht an jedem Tag der super Eishockeyspieler. Ich muss sagen, er hat in der Playoff wieder besser gespielt, in einigen Spielen dann auch nicht so. Aber bei ihm hat zum Beispiel die Variante, und die kam ja damals von Jamie Bartman, zu sagen, er ist jetzt auf der Tribüne, wirklich geholfen. Danach hat er in 3 Spielen, muss lügen, ich glaube 5 und 6 Tore geschossen. Also da haben wir die Variante gewählt und hat gesagt, wir machen es mal. Und ich muss ehrlich sagen, als er es mir gesagt hat, Jamie, habe ich im ersten Moment gedacht, mutig. Und dann hat er gesagt, pass auf, danach kommt er. Und ja, und das war eigentlich genau der Trick oder der Kniff, wie es war. Ist das auch ehrlich passiert? Bitte? Ist das zu selten passiert vielleicht? Das war ja das, was ich jetzt vielleicht wirklich nicht richtig rübergebracht habe, wenn du auch so geschrieben hast. Das ist ja vielleicht das, wo ich gesagt habe, ja, da müssen wir, das sind die Fehler, die Trainer gemacht haben, die ich gemacht habe, die wir als Club gemacht haben, dass man halt sagen muss, man muss ja auch mal härter angreifen. Man muss auch mal eine Variante machen, die im ersten Moment nicht populär ist. Wir haben es intern oft gehabt, dass wir gesagt haben, naja, vielleicht ist es doch nicht so populär oder jetzt im Nachhinein, wir müssen jeden Stein umdrehen, ganz einfach. Und ich glaube, dass die Geschichte mit Florian Keller insgesamt sehr gut gewirkt hat. Ich habe mit Christoph Melischko während der Saison ein sehr gutes Gespräch gehabt, über deren Inhalt jetzt auch schon wieder passé ist. Aber das war einfach eine Geschichte, wo man gesagt hat, okay, hier ist ein Problem, lass uns drüber reden, lass beide Seiten ganz klar machen. Und ich glaube, auch das hat gewirkt für beide Seiten. Er hat danach eine super Leistung gebracht. Wir haben, oder ich selbst habe ein paar Sachen gesehen, die man vielleicht ändern muss. Das muss alles passieren, das muss alles hinter verschlossenen Türen passieren. Und dass wir dann jetzt den Weg über die Öffentlichkeit hin und wieder wählen, ja, kann man vielleicht anders machen. Bloß wenn ich natürlich die Zitate auch sehe, die von den Spielern oder von Florian Keller kommen, ja, kann man auch viel reininterpretieren, wenn man einen Satz mittendrin abbricht. Genauso wie ich gehört habe, ich habe es selbst nicht gesehen, aber wenn man im zweiten Drittel von einem Spiel sagt, das Spiel war schon nach dem ersten Drittel verloren, das sind auch so Sachen, wo man sagen muss, daran spiegelt sich eigentlich wieder, dass es unterschiedliche Charaktere gibt. Und die alle unter einen Hut zu bringen, ist in der entscheidenden Situation wahrscheinlich nicht gelungen. Gut, meine Herren, ich denke, wir haben jetzt einige Gründe andiskutiert, angesprochen. Liebe Zuschauer, wir wollen im dritten Teil unserer Sendung natürlich über das sprechen, was in Zukunft passieren muss, was in den nächsten Wochen bereits geplant, konstelliert werden muss, um in der nächsten Saison wieder erfolgreicher zu spielen. Wir sind in 124 Sekunden wieder zurück. Bleiben Sie dran.